Die Grafische Sammlung ETH Zürich ist ursprünglich als klassische Studien- und Lehrsammlung für die Studierenden gegründet worden. Inzwischen ist sie mit ihren rund 160.000 Kunstwerken auf Papier international so renommiert, dass wir auch immer wieder Ausstellungen für das breite Publikum organisieren. Damit schaffen wir eine Brücke zwischen der ETH Zürich und einer breiten Öffentlichkeit. Wir besitzen Kunstwerke durch alle Jahrhunderte hindurch. Das beginnt mit Albrecht Dürer und geht hin bis zu aktuellen, jüngeren Positionen, etwa von Yves Netzhammer. Außerdem kann man bei uns die verschiedenen druckgrafischen Techniken studieren, so etwa einen Holzschnitt.